Bernes Krankenhaus, Kasing Bagate, verursacht an einer Notaufnahme überladen. Die Situation an der Notaufnahme des Krankenhauses Bernse spannte, auch weil sich zu viele Menschen ohne schwere Verletzungen angemeldet haben. Das Krankenhaus reagiert mit unterschiedlichen Maßnahmen. Ein Drittel des Thun-Krankenhauses erklärte im Vergleich zum Vorjahr mehr als 30% der ambulanten Patienten. 20 Minuten, Simon Glauser, einer der Gründe: der Notfall erhöht sich aufgrund der kleinen Fälle. Dieses Labor ist wiederum auch mit der Tatsache zusammen, dass weniger Praxis von Hausarztrettungsdienste in der Region anbietet oder dass sie selbst überladen sind. 20 Minuten, Simon Glauser. Aus diesem Grund ist die Notaufnahme des Krankenhauses Bernse derzeit überladen. Ein Grund dafür ist, dass der Notfall aufgrund trivialer Fälle zunehmend besucht wird. Das Krankenhaus war gezwungen, Triage und Personal zu wechseln. Die Notaufnahme des Krankenhauses Bernse explodiert derzeit in den Stichen. Das Thun-Hospital zeichnet beispielsweise mehr als 30% der ambulanten Patienten im Vergleich zum Vorjahr auf. Einer der Gründe: der Notfall wird aufgrund der kleinen Fälle zunehmend besucht. Einerseits hat dies damit zu tun, dass weniger Praxis von Hausarzt in dieser Region Rettungsdienste oder überlastet anbietet, erklärte Pierre Hagmanns Sprecher. Andererseits kann Pandemie auch eine Sensibilität für ihre eigene körperliche Sensibilität haben, was in einigen Fällen Bemühungen, ein ernstes und dringendes Problem und eine triviale Situation zu zeigen, bedeutet. Radio B hat an einer überlasteten Notaufnahme im Thuner Spital berichtet. Die Notaufnahme für das Zentrum des Biel-Krankenhauses wird häufig aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten besucht, die nicht schwerwiegend sind. Der Sprecher Marie-Pierre Fauchere erklärte, dass der Juli in diesem Fall der Rekordmonat mit einem Mangel an Alternativen sei. Viele Menschen haben keinen Hausarzt oder einen Hausarzt im Urlaub. Hagmann sieht andere Gründe für eine starke Nutzung: aufgrund von Wärme, Covid-19 und einem aktiveren Freizeitverhalten mehr Gesundheitsprobleme. In einem Notfall hat das Inselkrankenhaus seit dem Ende der Corona-Schritte den prozentualen Bereich von 2 Ziffern erhöht, schrieb das Unternehmen auf der Anfrage. Notfallanlagen überladen.